mein Name ist Robert Schäffner und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin Illustrator, Autor und Regisseur. Ich liebe es mir, Geschichten auszudenken und die mit meinen Puppen, Figuren zum Leben zu erwecken. Mit ihnen habe ich schon Bücher, CD-Cover oder auch Schokoladenverpackungen illustriert. Die Figuren bastel ich aus vielen verschiedenen Materialien. Aus Aluminiumdraht, Silikon, ofenhärtende Modelliermasse, Holzkugeln, Schaumstoff und natürlich müssen auch kleine Klamotten genäht werden. Genau so macht man einen Puppentrickfilm. Das ist Cornell und sein Toaster. Cornell wird unterm Tisch mit sehr starken Magneten festgehalten. Wenn man jetzt Cornells Arm bewegt, ein Foto macht, wieder bewegt, noch ein Foto macht und das immer so weiter, dann kommt am Ende eine flüssige Animation heraus. Hallo! Durch Corona hat sich bei mir eigentlich gar nicht so viel verändert. Es haben sich natürlich ein paar Aufträge nach hinten verschoben, aber ich gehe jeden Morgen in mein Studio und denke mir neue Geschichten aus oder schreibe auch an meinen alten Geschichten weiter. Dann skizziere ich auch manchmal meine Geschichten und schicke sie dann den Verlagen oder den Produzenten. Und die schauen dann, ob der Stoff gut ist. Ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja! Und wenn die Kunden Ja sagen, dann gibt es die Geschichte vielleicht bald als Buch oder als Film.